Ich bin hier in Handtal, wo beim Steigerwaldzentrum auch der schöne Franziskusweg ist. Und der heilige Franziskus ist eine Inspirationsquelle dafür, wie man die Ferienzeit gut nutzen kann. Sein Biograf, Thomas von Celano, hat uns eine schöne Szene aus seiner Vita überliefert. Das heißt dort: Dem Bruder, der das Brennholz herrichtete, sagte er, er solle nie den ganzen Baum fällen, sondern immer einen Teil stehen lassen, aus Liebe zu jenem, der unser Heil am Holz des Kreuzes wirken wollte. Und zu dem Bruder, der den Nutzgarten besorgte, sagte er, er solle nicht die ganze Erde mit Gemüse bebauen, sondern einen Teil der Erde freilassen, damit sie zu ihrer Zeit die Schwestern Blumen sprossen lassen, aus Liebe zu jenem, der Blume des Feldes und Lilie der Täler genannt wird. Und zu dem Bruder Gärtner sagte er, er müsse immer in einem Teil des Gartens ein schönes Beet anlegen mit duftenden Kräutern, damit sie zu ihrer Zeit alle, die jene Kräuter betrachten, zum Lob Gottes einladen. Denn jedes Geschöpf ruft, Gott hat mich deinetwegen gemacht, o Mensch. Drei kleine Szenen, die der heilige Franziskus seinen Brüdern mitgibt auf dem Umgang mit der Natur. Das erste, den Baum nie ganz fällen. Als zweites, den Garten nie ganz zum Nutzgarten zu machen, sondern einen Platz übrig zu lassen für die Blumen. Und das dritte, auch Kräuter zu pflanzen, die die Menschen einladen zum Lob Gottes. Was sagt uns das jetzt für die Zeit des Urlaubs? Viele haben den Urlaub geplant und alles durchgetaktet, sodass auch die Zeit des Urlaubs wieder eine Zeit der Anstrengung wird. Der heilige Franziskus sagt, fälle nie den ganzen Baum, lasse etwas übrig, damit etwas Neues wachsen kann. Gib dem neuen Raum im Leben. Ein zweites, der Nutzgarten, der braucht eine freie Fläche, wo auch das Schöne, wo die Blumen wachsen können. Jetzt die Ferienzeit ist die Einladung, eine freie Zeit zu haben für die Muse, in der der Mensch nochmal auf ganz neue Gedanken kommen kann. Aussteigen aus dem Trott des Alltags und Zeit haben für das Schöne, für Dinge, die das Herz erfreuen, damit der Kopf frei wird für neue Gedanken. Und das dritte und letzte, die Kräuter, die den Menschen einladen zum Lob Gottes und zur Dankbarkeit. Die Urlaubszeit ist eine Zeit, in der wir uns noch einmal auf das viele Schöne besinnen, das uns geschenkt wird im Leben, in der wir die Haltung der Dankbarkeit einüben können und in der wir neu über die Dankbarkeit zum Gebet finden. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie die Tage des Urlaubs und der Ferien im Geist des heiligen Franziskus nutzen können, sich nie ganz verausgaben, denn Zeit für die Muse haben und die Einladung zum Lobe Gottes, damit wir als Menschen neu aufgerichtet, erholt und gestärkt aus den Ferien wieder ans Werk gehen können. Gesegnete und frohe Ferientage!